Na los, fahr los. Also diese Fahrstühle haben immer so eine Gedenkminute irgendwie. Oder Gedenksekunden. Es dauert ja keine Minute, bis wir hier weg sind. So, nächste Kammer, neues Glück. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Ach wirklich? Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Was? Trauer? Und. Wenn wir denen helfen, dass sie sich bedanken, das. Ach, egal. Dass wir denen helfen. Also ich helfe mir und helfe denen damit gleichzeitig. Und. Ja! So, das hat ja schon mal super gut geklappt. Ach du je. Ach du je. Wie war denn das gleich nochmal? Ich. Ach so, so war das. Mist, das hat nicht ganz so geklappt. Ich hoffe, das klappt. Ja. Hier muss man manchmal ein bisschen schnell überlegen bei manchen Dingen. So, fahr hoch. Oh, da geht's auch schon weiter. So, was haben wir denn hier für schöne Aufgaben? Hier geht eine Treppe hoch. Wow. Mann, jetzt habe ich mich auch gerade verjagt. Ich dachte, da stürzt man gleich in die Tiefe und dann ist man tot. Ach du Scheiße. Ich könnte mir vorstellen, wofür man das hier braucht. Ja! Und hüpf! Mist! Mist! Das hätte klappen müssen. Ah, nochmal. Ich darf das nicht zu spät machen. Und. Ja! Und. Boah, geklappt. Och nö. Och nö. Wie komme ich jetzt darüber? So, da bin ich auch schon wieder. Ich wurde mal kurz wieder unterbrochen. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach so. Ich glaube, ich muss. Nee, da muss ich nicht lang. Ach so, ich muss da ja rüber. Ach ja, genau. Juhu. So, jetzt muss ich da ein Portal machen und da ein Portal machen. Ich hoffe, das klappt. Ja. Nee, irgendwie ja nicht. Verdammt, wie war denn das? Ach so. Könnte das klappen? Oh. So halb würde ich jetzt mal behaupten. Ach, jetzt hat's getroffen. Geht doch. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Die einzige Möglichkeit ist, das zu machen. Und. Hip! Nein! Oh, das hat gerade so geklappt. So, wo bin ich denn hier jetzt? Ach du Scheiße, das Ding kommt auf mich zugefahren. Kann ich da irgendwie. Oh, nein! Mist. Das hat ja jetzt super gut geklappt. Nochmal. Gott sei Dank speichert das auch zwischendurch. So. Dann würde ich da mal einen machen. Oh Gott, viel zu tief. Nein. Boah. Scheiße. Gut. Also jetzt geht's los mit Sterben. Wenn man vorher noch nicht gestorben ist, stirbt man spätestens da an der Stelle. Ah, wo ist es? Da ist es. So, und jetzt muss ich dahin und da. Da bin ich. Juhu. Boah, wenn das schief gegangen wäre, dann. Ach du Schreck, das war ja dieses hier. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Jetzt muss ich diesen Knopf hier drücken. Damit dieser aufgeht, dann muss ich darüber diesen Knopf drücken. Scheiße, jetzt bin ich zu lahm. Nein! Gut. So, schnell, schnell, schnell. Wo ist denn das Teil? Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Fliegt das jetzt immer so hin und her? Das ist gut. Nochmal. So. Los, flieg rein. Los, los, los. Da ist das Radio. Wissen Sie, dass Sie dem Mädchen Selbstwertfonds von Aperture Science eines oder alle Ihre Organe spenden können? Nein. Nein, ich will nicht spenden. Vor allen Dingen alle Organe. Ich brauche doch eigentlich den größten Teil meiner Organe noch. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Ist das Ding hier reingeflogen? Meine Güte, das sieht ja richtig kaputt aus hier. Ich dachte, das geht nicht durch dieses Gitter durch. Hm, anscheinend ja wohl doch, ne? Na, der Daten. Nächste Etage, neues Glück. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Oh. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Och nö. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Viel Glück. Ja, Vorsicht, erschießen steht da. Hochfahren? Oh nein. Nicht. Doch. Ich hasse dich nicht. Oh Gott, Suchmodus aktiviert, aktiviert. Ich hätte vielleicht den Untertitel nicht so derbe einstellen sollen. Weg mit dir. Da bist du. Da bin ich. Wow. Fahre runter. Ja, du bist runtergefahren. Gott sei Dank. Ich höre hier schon wieder irgendwo ein Radio. Da ist doch auch noch so ein Teil. Wer da? Noch jemand da? Ja, ich. Will runter. Ja, du kannst gerne runter. Yeah. Fall um. Fall um. Geht doch. Kritischer Fehler? Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man da so faul in der Gegend rumliegt. So. Ach du je. Der nächste. Fahre hoch. Oh, das sind ja immer noch ein paar hier. Was ist denn hier eigentlich? Wo bin ich denn hier? Tasty. Tasty. Ach du je. Das sieht aus wie so ein Auge irgendwie. Gezeichnet M. Is alive. Gut. Wo bin ich hier? Help! Help! Hier steht Hilfe, Hilfe. Aber wem soll ich denn hier helfen? Das ist hier meine große Frage. Hier habe ich jetzt gerade einen Aperture Computer umhergeschmissen. Hm. Hier gibt es nichts zu sehen. An der Stelle. Jedenfalls nicht so viel. So, das Ding, das schmeiße ich dem mal vors Gesicht. Das hat ja schon mal funktioniert. Den nächsten, den werde ich so überraschen. Bang! Uah. Ich bin dir nicht böse. Ach wirklich? Du bist mir nicht böse? Boah, da sind aber Schusslöcher jetzt drin hier. Nein! Das ist gar nicht gut. Ach du Kacke. Die können ganz schön weit schießen. Wie weit können die eigentlich zielen? Oder sich drehen? Nein! Jetzt werde ich mal hinter die gehen und jetzt überraschen. Hallo! Oh, die haben wir jetzt auch erstmal beseitigt. Oh, Radio! Yeah, und ein Schraubenschlüssel. Vielleicht kann ich damit einen erschlagen. Mal gucken, ob das geht. Wow, das geht nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Nehmen wir mal das Radio mit. Das kann uns eigentlich überall nur helfen. Wow. Los, hilf mir, Radio. Das Radio ist mein bester Freund.
und der fällt einfach mal so in den Boden. Wieso? Der nächste. Boah. Hallo? Nee. Erschlagen wir den mit dem. Kamera? Kamera. Wichtiger Test. Kritischer Fehler? Ja, ich zerstöre gerne Testapparatisten. Mussen. Apparatismussen. Oh Gott. Kann ich damit auch diesen Knopf aktivieren? Oh. Vielleicht mit dem Radio? Wow, nein! Oh, hab ich mich jetzt verjagt. Also mit so vielen Sachen kann man diesen Knopf aktivieren. Wofür man eigentlich nur einen Kubus braucht. Dann kann man sich ja vorstellen, wie schwer diese Dinger sind. Mist! So, jetzt habe ich ihn aber. Hallo! Kann ich... Oh, ich dachte, du hast mich. So, der nächste... Wer da? Ja, ich. Juhu. Ich bin dir nicht böse. Na, das will ich auch hoffen. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Ich bin kein Android. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich bin doch kein Android. Das gibt's doch gar nicht. Du vielleicht, aber ich nicht. Ladedaten. Oh mein Gott. Wo bin ich denn jetzt? Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3. Achtung, erschlagen. 1. Hä? Wow. Oh mein Schädel. Brr. Jetzt habe ich den voll auf die 12 gekriegt. Ach du Schreck. Ein Herz. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Oh, ist ja süß. Jetzt müssen wir den mitnehmen. Oh Gott. Jetzt muss ich ihn auch benutzen. Oh, das war bestimmt ein Fehler. Ich hoffe, das Ding erschließt mich. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Ach so, Mist. Das habe ich jetzt total falsch abgepasst, den Moment. Den muss ich also zurückschleudern. Peng. Beeilung! Uah. Los, lauf, 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 lauf. So. Wo bin ich denn jetzt? Ach du Scheiße. Da muss ich vielleicht auch noch hin. So, jetzt muss ich den erstmal hier mit runternehmen. Und dann? Der muss irgendwie da drauf. Ich wüsste auch schon wie. Knopf nehmen. Yeah, das hat schon mal geklappt. Da wird diese Hebebühne mit aktiviert. Was ist denn hier? Was liegt denn hier für ein Schrott? Ey, ich bin dahinter. Wo zum Geier bin ich hier? Oh Gott, hier liegen aber viele Kameras. Was? She's watching you. Ach du je. Hä? Überall so ein Kubus drauf. Oh. Oh, das ist ja süß. Oh. Der Kubus, der liebt einen wirklich. Ja. Der fliegt sogar. Ist ja süß. So, dann kommen wir hier mal wieder raus. Oh, mal gucken. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich diesen Knopf drücken. Ach du Scheiße. Nee, den muss ich nicht drücken. Ich kann mich noch erinnern, so halbwegs. Ich glaube, ich musste den hier drücken. Und da habe ich mich immer nur draufgestellt. So. Dann trifft das nämlich auch. Jetzt ist die Frage. Wo hole ich den her? Es geht ja im Prinzip nur... So. Dann wollen wir mal
unser Glück probieren. Ich hoffe, dass es trifft. Kommt er? Wow. Das hat schon mal getroffen. Daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Wie soll denn der sprechen? Das ist doch einfach nur ein Klotz. So. Das dürfte ja eigentlich schon dahin fliegen, wo es hin soll. Lob. Jetzt müssen wir nur erstmal wieder zurück. Und da runterspringen. Ich hoffe, jetzt erwischt er mich nicht. Hui. Da kommt er. Uah! Scheiße. Ich wollte gerade ausweichen. Richtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Mist. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wie blöd kann man eigentlich sein, dass man genau dahin läuft, wo der Kubus, wo dieses Ding ankommt zu fliegen. Boah, ich. Das war so ein schlaues Erlebnis. Oh, so. Vor allen Dingen, so wie ich den platziert habe, kann er eigentlich einen nur erwischen. Oh. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Treffer!